Metal Leute, Servus und herzlich willkommen beim Monsterlord, beim Drachenlord. Und zwar geht es heute kurz um den Energy, aber dazu gleich. Wir haben heute wieder den Hashtag Frag Drache. Morgen kommt ein Drachenlord-Format. Da müsst ihr unbedingt Kommentare raussuchen, aber Wayne kennt mich ja. Ich bin da immer so faul und ich wackel schon wieder mit den Füßen, weil sogar die ganze Kamera zum Wackeln brennt gerade. So, meine erste Frage kommt von der Melanie. Zurzeit ziemlich viele Mädels sind in den Kommentaren, aber dazu kommen wir gleich. Hashtag fragt Drache, was ist dein Lieblings-Energy-Drink? Deswegen habe ich hier schon die Monsterdose in der Hand. Aktuell trinke ich dieses Monster-Punch unglaublich gerne, das ist Ultra. Ich weiß gar nicht, warum ich das dauernd sauf, also wenn ich das mal trinke. Ich trinke seit Wochen kaum noch Energy-Drinks, weil ich einfach keinerlei Kohle und keinerlei Zeit habe, mir die zu besorgen. Aber wenn, dann trinke ich das Monster-Energy-Punch momentan. Ja. Das ist so der erste Fakt da momentan. Der FTZN hat gefragt, was für eine Marke rauchst du? Ich habe aktuell keine Schachtel da, sonst hätte ich es euch zeigen können. Ich rauche die Gauloises in Blau. Da ist es mir wichtig, ich rauche die blauen Gauloises. Aber ich habe ja momentan keine Kippen, deswegen, ja. Und ich sehe heute wieder mal aus wie, ja. Oh, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Naja, gut, nächste Frage. Ich bin heute ein bisschen in Eile, wie ihr merkt, deswegen ist es heute auch wahrscheinlich nicht so sonderlich viel Zeug dabei. Pascal hat gefragt, beziehungsweise das ist eigentlich mehr eine Aussage als eine Frage, kommt mir gerade so. Egal, ich nehme es mit rein. Super tolles Video. Finde es nur schade, dass du fast nur Frauen genommen werden. Bleib stark bei. Es werden nicht nur Frauen genommen, ich habe halt einfach die Leute rausgesucht, die mir halt spontan aufgefallen sind und es waren in erster Linie halt die Mädels. Es sind aber auch nicht so viele Fragen dabei gewesen, die ich auch wirklich mit reinnehmen kann. Ich habe da ja auch eine kleine Richtlinie, was ich nehme. Die nächste Frage kommt vom Clarantula und zwar hat er gefragt, hast du schon mal darüber nachgedacht, Vegetarier zu werden? Ich esse sowieso nicht so mega viel Fleisch. Also ja, habe ich auch schon mal überlegt. Aber ich möchte kein Vegetarier werden, weil ich esse ganz gerne ab und zu mal Fleisch. Aber ich esse halt nicht so viel, wie man eigentlich würde. Ja? Also ich esse uns ab und zu mal ein Wurstbrot. Aber im Großen und Ganzen beim Grillen und so weiter, ansonsten esse ich eigentlich kein Fleisch. Theo Ray hat gefragt. Tust du noch was für deine körperliche Gesundheit? Sprichwort Ernährung und wahrscheinlich Stichwort, nicht Sprichwort. Sprichwort Ernährung und Sport. Hashtag NoHater. Für diesen Kommentar werde ich mich ganz kurz zurückziehen, denn ich möchte mal kurz schauen, was ich aktuell wiege. Ich wiege aktuell exakt 150 Kilo. Das heißt, ich bin 5 Kilo leichter als sonst. Ich esse momentan eigentlich genau das gleiche wie immer, nur dass ich momentan ein bisschen weniger Süßigkeiten esse. Und ich lasse auch die Energies weg. Bewegen tue ich mich aktuell nicht so viel. Das liegt daran, dass ich wieder viel am Rechner sitze und wieder viel Videos und so weiter mache. Für den Winter jetzt auch an verschiedenen Videoprojekten arbeite. Und ja, momentan nein. Ich tue nicht viel für meine Gesundheit momentan. Aber eigentlich sollte ich mal ein bisschen auf meine Ernährung achten. Da habt ihr schon recht. Dann sind wir bei der letzten Frage. Diese kommt vom Ton Ranger. Okay, der hat gefragt, hallo Drache, ich finde deine Videos knorke und bin ein riesen Fan von dir. Gut, das hat er nicht gefragt, das ist eine Aussage. Aber die Frage ist, wann kommen Drachenlord Bandanas in deinen Merchandise? Hä? Gibt's doch schon lange. Leute. Es sind zugegeben Halstücher, aber die Bandanas, die ich benutze, sind auch Halstücher. Und andere habe ich aktuell nicht. Also es gibt nur die, aber es gibt welche im Prinzip. Ich kann auch mal ein paar verschiedene machen, wenn ihr wollt. Gut, damit sind wir bei der letzten Frage gewesen. Ich persönlich würde sagen, ich bedanke mich jetzt fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Es kommt demnächst wieder einiges anderes Zeug an Videos. Und ja. Was soll ich dazu jetzt groß noch sagen? Ich danke euch und ich hoffe, ihr seid am Donnerstag wieder mit dabei, wenn es wieder heißt Drachenlord. Oh yeah! Viel Spaß, bis dahin, euer Drache. Haut rein. Ciao!